Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom All-In-Vlog und ich bin immer noch in Wien oder wieder in Wien oder wie auch immer. Ich hatte gerade schon ein Interview, deswegen sage ich das jetzt mal so. Mit dem Metino, ist richtig, ne? Metino, richtig. Genau, richtig ausgesprochen. Metino, so perfekt. Sieht er aus, ne? Ja, perfekt. Ja. Metino. Ja, genau. Wir sehen uns, oder wir haben uns heute erst kennengelernt und deswegen voll spannend und wir haben uns gerade schon gut unterhalten und dann haben wir natürlich jetzt direkt, hat er Bock, einen Vlog mitzumachen und ja, dann sind wir spontan und sitzen jetzt hier irgendwie gerade, zeigen gleich nochmal in die Gegend. Lass uns direkt anfangen, also ist immer total easy und wir sprechen und quatschen einfach ein bisschen, habe ich dir gerade schon gesagt. Easy. Wir fangen eigentlich immer so ein bisschen an, den DJ vorzustellen. Ja. Das heißt, wäre eigentlich ganz nice, wenn du mal kurz eben sagen kannst, zum Beispiel, wie ist der DJ-Name entstanden, seit wann du auflegst, halt so eine kleine Bio, sag ich mal, so einen kleinen Rundumriss. Ja, ja, also der Name ist eigentlich so, ich habe, mein richtiger Name ist Matthäus und Spitzname Matti, Metti. Und daraus ist halt dann auch Metino entstanden. Ja. Und ich habe angefangen aufzulegen, so die ersten Gehversuche waren so 2005, 2006, aber das war noch wirklich so at home. Ja, klar. Noch gar nichts Großartiges. Und so mein richtiger Start, würde ich sagen, so als DJ war so 2007. Ja. Ja, also das würde ich so als Beginn. Wo man es dann wirklich DJing nennen kann. Ja, ja, okay. Nennen. Und ja, seitdem mache ich das. Das hat sich dann parallel neben meinem Studium vom Hobby zum Beruf entwickelt. Ach, du hast studiert auch noch zu der Zeit, okay. Und ja, habe eigentlich am Anfang halt mein Studium dadurch auch ganz gut finanziert. Ja. Und habe es dann halt eben, wie gesagt, es ist immer professioneller geworden, immer mehr geworden. Habe auch viel gemacht dafür und so ist es halt, wie gesagt, dann richtig zum Beruf geworden. Jetzt mache ich schon seit ein paar Jahren. Ja. Es ist meine Passion und mein Beruf. Ja, und das wirst du auch erstmal noch weitermachen, ne? Also auf jeden Fall. Bis jetzt kein Ende in Sicht sozusagen. Ja, geil. Solange die Leidenschaft da ist, gibt es kein Ende. Ja, normal. Ja, finde ich voll geil. Also ich mache auch alle Sachen so aus Passion, finde ich mega. Ja. Weißt du, kennst du noch dein erstes Equipment, womit du aufgelegt hast? Du, ich habe, ehrlich gesagt, ich habe immer schon natürlich, war Hip-Hop immer schon ein großes Thema für mich. Ja. Das Ding war aber halt, ich hatte einige Vinylplatten. Ja, okay. Aber es waren halt sehr klassische Sachen. Ja. So Mobb Deep, Wu-Tang, so Enter, Forever, so die ersten Alben halt von Wu-Tang. Und da konntest du halt in den Clubs nicht wirklich viel damit anfangen. Ja, also vielleicht mal eine Nummer oder so, aber ich hatte die meisten Sachen nicht auf Platte und damals auch nicht das Geld, mir jetzt alles auf Platte zu besorgen. Hab halt dann so immer geswitcht, so CD-Player, Plattenspieler, beides benutzt. Ja. Und ja, ich hatte mit Freunden so ein kleines Studio bei mir zu Hause, in meiner Heimat. Und da haben wir halt so ein ganz günstiges Start-Equipment halt reingestellt. Das waren, glaube ich, zwei Reloop-Plattenspieler oder so. Ja. Und ein Vestax-Mischer, so ein kleiner, Zwei-Kanal. Also halt damals zum Start, aber wirklich ausreichend. Ja, geil. Also auf jeden Fall beide Schienen, so CDJ und Platten. Ja, ich habe dann schon natürlich durch Serato dann natürlich eigentlich nur noch dann mit Platten gespielt. Und habe auch da den ganz klassischen Weg dann genommen und liebe das auch nach wie vor. Ich versuche immer mit Platten zu spielen, wenn es geht. Mittlerweile gibt es aber viele Clubs und auch Events, wo es gar keine Plattenspieler mehr gibt. Und dann spiele ich natürlich auch mit CDJs. Teilweise sogar ein bisschen einfacher, weil du halt du hast kein Needle Dropping oder keine Vibrationen und musst nicht immer neue Nadeln kaufen und schauen, und dann geht wieder das System nicht oder was weiß ich was. Wobei es dafür jetzt auch bald eine Lösung gibt. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Natürlich, natürlich. Ist nicht an dir vorbeigekommen. Nee, ich glaube im September ist dann das Release. Ja. Steht auf jeden Fall groß auf meiner Liste. Ja, will ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Also bin ich mal mega gespannt und Feedback ist bis jetzt sehr gut. Also ich hab mir viele Tutorials so angesehen und so Videos von vielen namhaften DJs, die halt so ein bisschen eine Review gemacht haben drüber und das getestet haben auf diversen Veranstaltungen, Messen und so weiter. Und es fiel eigentlich ziemlich gut aus. Ja. Also auch wirklich große Namen, auch Leute wie Q-Bird, Jesse Jeff und so, haben das ja schon getestet und meinten, es ist richtig krass und cool und so. Und ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich freue mich auch. Lass uns zurück zu dir kommen, zu deiner Person.
Wir haben jetzt so die Bio haben wir jetzt abgearbeitet, die Leute kennen dich jetzt so ein bisschen und der Vlog ist auch so für Newcomer, ne? Ich möchte Newcomern Tipps auf den Weg geben, beziehungsweise wir gemeinsam, alle Leute, die in dem Vlog mitwirken. Ja. Und für die ist es immer spannend, oder die Frage, die eigentlich immer kommt, ist so, wie komme ich in Clubs rein? Ja. Ne? Du kennst das selber noch wahrscheinlich, erinnerst dich wahrscheinlich noch schwach, irgendwie dunkel zurück. So, du hast halt deine Plattenspieler zu Hause, kennst die Übergänge, aber wie kannst du dich noch erinnern, wie du in den Clubs gegangen bist oder hast du irgendwie Tipps, wie die Leute da hinkommen? So? Ja, ich meine, es ist natürlich so, ich glaube, man muss, wichtig ist immer Step by Step. Also es ist halt so, ich kenne halt viele junge DJs, die halt auch anfangen zum Auflegen, aber halt dann gleich, ich sage jetzt mal, überspitzt gesagt, gleich im besten Laden spielen wollen. Ja. Und das ist halt so, so einfach ist es halt nicht. Das ist auch so, keine Ahnung, du kannst auch nicht Fußball spielen und morgen bitte bei Real Madrid, ja. Du musst wirklich Step by Step gehen, klein anfangen, in kleine Läden gehen, vielleicht in einer kleinen Bar anfangen, ja, und dann wirklich halt einfach schauen, dass man Step by Step hochkommt. Wenn man sich in seiner Gegend einen guten Namen macht, dann stehen einem auch dann alle Türen offen, ja. Ich habe auch ganz klein angefangen, wirklich in den kleinsten Läden und in ganz kleinen Clubs, unbekannten Clubs. Und dann, ja, arbeitest du dich halt hoch und du lernst dann dort Leute kennen, ja. Und der sagt dann, hey Mann, ich veranstalte hier oder ich kenne auch hier einen Clubbesitzer und so, so wie du aufgelegt hast, das würde auch dort gut reinpassen, ich werde dich mal vorschlagen und. So geht es halt weiter. Wer immer konstant, gut und auch professionell arbeitet, dem, glaube ich, stehen dann auch alle Türen offen. Und der erste Schritt ist sicher nicht leicht, ja. Also man muss am Anfang auch, man fragt halt an bei Clubs, ja. Man geht hin, ja, man schaut. Ich weiß halt sonst, viele machen es halt einfach so, dass sie halt viel privat unterwegs sind. Mhm. Das ist auch immer gut, Leute kennenlernen, ja. Auch mit anderen DJs, die vielleicht schon dort sind, zu schauen. Und klar, dann musst du halt mal Klinken putzen oder auch mal wirklich sagen, hey du, ich leg dir gratis das Warm-up auf oder wie auch immer. Halt vielleicht auch nicht am Anfang gleich zu viel wollen, ja. Ja. Und einfach mal so den Ball flach halten und dann eben Step by Step reinkommen. Ja, du hast konstant bleiben in seinen Tätigkeiten angesprochen. Finde ich auch mega wichtig, dass du einfach Sachen noch durchziehst, so. Natürlich jetzt, wenn es gar keinen Sinn irgendwann mehr macht, nein, aber auf jeden Fall eine Sache durchziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir fällt gerade jetzt ein, keine Ahnung, du machst ein wöchentliches Mix-Video oder so, kündigst das auch noch groß an und sagst, ab jetzt mache ich wöchentliche Mix-Videos und nach zwei Malen hörst du auf, dann lass es besser ganz sein. Ne? Deswegen, also was meinst du wahrscheinlich dann irgendwie, ne? Klar, das sind halt auch solche Sachen oder auch, es sind auch oft nur kleine Sachen, ja, also zum Beispiel Pünktlichkeit, ja, ja, also ja, dass ja. du halt einfach, keine Ahnung, wenn der Club um 11 Uhr aufsperrt und ab 11 Uhr Musik laufen soll, dann komm nicht um 5 nach 11, sondern sei lieber um halb 11 schon da, ja? Mach dein Setup easy, mach alles klar. Ich meine, es ist so, dir wird sicher, wenn du irgendwo Resident bist und keine Ahnung, in 2 Jahren kommst du einmal 5 Minuten zu spät, wird es dir niemand großartig übel nehmen. Ja. Aber wenn du halt ein Newcomer bist, solltest du nicht durch solche Sachen auffallen. Nee, eigentlich brennst du ja auch für den Gig. Das heißt, du bist am besten schon eine Stunde eher da, um alles safe zu haben. Und so. Und einfach auch sonst halt einfach ein bisschen zu schauen, ja, dass du halt nicht irgendwo über die Stränge schlägst oder so, sondern einfach ein bisschen, soll auch immer so, man sagt immer so ein bisschen so stay humble. Ein bisschen am Boden bleiben und so, auch nicht gleich abheben und einfach da wirklich immer straight sein, ja. Das glaube ich ist wichtig. Ja, finde ich cool. Mir fallen 1000 Fragen ein, also manchmal ist das irgendwie so, da habe ich voll die Blockade, aber jetzt gerade, weil auch du, also bist ein guter Interviewpartner, sagen wir mal so. Danke dir. Ja, ich habe, wir haben vorhin ja schon ein bisschen gequatscht und so weiter, als wir gerade noch gegessen haben und da kam auch das Thema Mixtapes auf und jetzt habe ich gerade so, wir haben jetzt gerade auch so ein bisschen über Promo, kam jetzt gerade in den Kopf, ne, wie sich vielleicht Newcomer auch Promo aufbauen können. Klar. Würdest du empfehlen, heutzutage noch Mixtapes zu machen und dich dadurch zu promoten? Und wenn ja, also warum? Und dann würde ich ganz gerne nochmal die Story aufrollen mit deinen Mixtapes und mit den Künstlern. Da habe ich Bock drauf, dass wir da mal drüber quatschen. So. Ja, also ich denke nach wie vor, dass es eine gute Möglichkeit ist, sich als DJ zu präsentieren, indem man einen Mix macht. Ja? Ja. Und natürlich ist es so, dass es gibt ja mittlerweile auch gute Online-Plattformen, Soundcloud, Mixcloud etc. Ja.
wo man seine Mixer online stellen kann, auch auf YouTube beispielsweise. Das ist sicher nicht schlecht, auch einfach mal um zu zeigen, hey, so lege ich auf, das ist mein Sound, das ist das, was ich repräsentiere. Ja. Da kann man auch seine Vielfältigkeit, glaube ich, ganz gut zeigen. Und wenn man halt dann wirklich auch sagt, okay, ich mache jetzt wirklich noch ein Mixtape so auf CD, ja, und vielleicht auch mit, lass ein Cover designen oder wie auch immer und vielleicht sogar die CDs bedrucken und so, und dass ich wirklich was in der Hand habe. Ja. Sicher auch eine coole Sache, weil für mich war das auch damals schon, wie ich gestartet habe mit vielen Mixtapes, so, dass es halt klar alles online gab, ja, aber eben dadurch, dass fast alles digital ist und die Leute immer weniger in der Hand haben, ist es dann doch was Besonderes. Ja. Es wirkt exklusiver und wertiger irgendwie, oder? Und also, es ist auch, ich glaube, wenn jemand zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwo im Club bist und jemand sagt, hey, gibt es von dir einen Mix oder so? Die meisten fragen mittlerweile eh schon, hey, hast du was auf Soundcloud oder hast du was online? Ja. Und du sagst, hey, warte mal. Und du machst dein DJ-Bag auf und holst eine richtig nette CD drauf und sagst, na, schau, ist mein Mixtape, nimm dir das mit und so. Ich glaube schon, dass das ganz gut ankommt immer noch. Und es ist auch eine leichte Möglichkeit, jemandem direkt was zu geben und ihn so ein bisschen vielleicht auch eher dazu zu bewegen, das sich anzuhören. Weil vor allem, ich glaube auch für einen jungen DJ, wenn du wirklich ein Mixtape hast und du triffst zum Beispiel einen Veranstalter oder einen Clubbesitzer, gibst du ihm das Mixtape wirklich in die Hand und sagst, da Alter, hörst du die an. Und er gibt es vielleicht dann in seiner nächsten Autofahrt, haut auf sich den CD-Player. Ja. Weil wenn du ihm sagst, ja hey, du, schau, hier ist der Link zu meinem Soundcloud-Account, vielleicht klickt er nie drauf. Genau, ja. Der Weg ist komischerweise irgendwie weiter, obwohl es eigentlich vielleicht einfacher ist, aber der Weg ist irgendwie trotzdem weiter, weil du hast die CD in der Hand und irgendwo musst du die hin tun. Genau, genau, ja. Und eben für mich war das so ein Mixtape-Game, das war schon, wie ich so richtig so mit Hip-Hop groß geworden bin, war das halt schon ein großes Ding damals. Ja. Also so die ganzen Mixtapes von DJ Clue, von Funk Flex und so auch. Da gab es wirklich viel, ja, damals noch auch auf Kassette. Also ich habe von DJ Clue sicher 2-3 Mixtapes noch auf Kassette zu Hause. Krass. Ja. Und ja, und für mich war das dann schon auch ein gutes Promo-Tool, ja. Ja. Und ich habe dann eben angefangen, Mixtapes zu machen. Am Anfang halt noch so einfach halt wirklich so die klassischen Sachen, dass du halt einfach ein bisschen durchmixst und ein bisschen deinen Stil halt präsentierst und halt auch Tracks, die du gerade feierst und so. Ja. Und dann habe ich mich aber wirklich schon auch darum bemüht, Connections zu knüpfen für Leute, die mein Mixtape auch hosten können. Ja, ja. Und habe dann zum Beispiel eben ein Mixtape gemacht mit Sean Paul. Ja. Ich kannte seinen damaligen Manager und habe das dann so arrangiert, dass Sean Paul ein Mixtape hostet. Dann gab es eins mit Pitbull, wie er auch wirklich auf der Hochphase seiner Karriere war. Ich habe ein Mixtape gemacht mit Guru von Gangstar, kurz bevor seinem Tod. Es war eins der letzten Mixtapes, die er gemacht hat. Krass. Und das war auch noch was ganz Spezielles für mich. Ja. Ja. Ich habe viele Mixtapes eben mit anderen DJs und Partnern gemacht, zum Beispiel mit McCoy One habe ich viel gemacht. Oder auch mit DJ Lex Tradamos. Ja. Und ja, ich habe dann auch ein Mixtape mit DJ Unk zum Beispiel gemacht. Ach krass. Ja, aus Atlanta. Ja, ja klar, den kenne ich. Also ich persönlich. I walk it out. Ja, genau. Ja, genau. Krass. Und ja, und habe da echt viel gemacht und dann auch viele Mixes gemacht für Radiostationen, auch zum Beispiel so für Jam FM, für Radio Galaxy, für Radio Energy. Mhm. Ja. Und ja. Also du hast auf jeden Fall gehustelt, du hast sehr viel aufgenommen, wie ich. Auf jeden Fall, ja. So. Auf jeden Fall. Man muss halt auch immer schauen, dass man am Ball bleibt, immer ein bisschen im Gespräch bleiben, sich immer ein bisschen was einfallen lassen. Und ja, ohne dem, glaube ich, geht's nicht. Ja, es ist halt so, viele sitzen da und warten, aber das Glück kommt nicht von alleine zur Tür rein. Man muss auch ein bisschen was tun dafür. Ja, krass, mega viele Mixtapes. Also spannend ist für die Leute mit Sicherheit. Wie du rumkommst, weil du hast gesagt, dass du schon, du hast ja fast auf der ganzen Welt schon aufgelegt. Afrika nicht so viel, glaube ich, ne? Nein, Afrika nicht. Aber Amerika warst du, ja. In Asien warst du, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Krass, ja, willst du da irgendwie ein bisschen... Ja, klar. Ich habe
ich glaube, wichtig ist immer, wie in vielen Bereichen, einfach, dass du dir ein gutes Netzwerk aufbaust. Ja. Du bist ja als DJ auch so ein bisschen so eine Art Ich-AG, ja? Ja. Und in diesem riesen Haifischbecken, ja? Ja. Wenn man so sagen kann, muss man halt auch schauen, dass man halt Partner findet, ja, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, kollaborieren kann. Das sind verschiedene Leute aus dem Nachtleben speziell, das sind Veranstalter, Clubbesitzer, andere DJs, Promoter und. Und ich glaube, da muss man sich einfach ein gutes Netzwerk aufbauen. Ja. Und dann kommt auch immer so, ja, Step by Step, ja. Und dann eine, so wie so eine Kettenreaktion, ja, die ineinander greift. Und dann lernt man da Leute kennen und wenn man gut arbeitet und auch gut abliefert, dann empfehlen auch einen die Leute dann weiter und sagen, hey, da gibt es einen DJ, den kenne ich, der würde auch soundtechnisch genau zu euch passen, ja. Oder der ist ein cooler Typ, der bringt genau das rüber, was ihr haben wollt, ja. Oder wie auch immer. Und so kam das halt, dass ich mir halt wirklich dann schon auch versucht habe, internationale Netzwerke aufzubauen. Ja. Ich habe in Europa ja fast in allen großen Hotspots gespielt, egal ob Barcelona, Madrid, Paris, London, Berlin, Zürich, ja, also war eigentlich wirklich schon fast überall. Krass. Und eben außerhalb, ja, Tokio zum Beispiel habe ich gespielt, in Macau habe ich gespielt, in Dubai, in Doha, in Los Angeles, in Toronto, in Montreal und ja, habe halt überall auch Leute kennengelernt und natürlich ist es auch so, dass es im DJing oder zumindest sehe ich so, ist es natürlich nicht nur ein Nehmen, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Und wenn zum Beispiel es einen DJ gibt, von mir aus L.A., der dich mal darüber bringt und halt auch was für dich macht, dass du halt auch anbietest, hey, wenn du rüberkommen willst, dann kümmere ich mich auch gerne für dich um ein Booking oder dass du dich da auch ein bisschen austauschst. Ja. Und ich glaube, wenn man da cool arbeitet, dann kann man auf jeden Fall einiges erreichen. Hört sich voll gut an. Vor allen Dingen geben und nehmen ist einfach so, ne? Ja. Also ich meine, wenn wir alle uns helfen würden so, dann würde jeder gut leben können, glaube ich. Klar. Also ja, so ist auf jeden Fall wichtig. Ja, krass. Ich weiß leider nicht, wie lange der Akku jetzt so hält, weil ich vorhin halt schon, ich konnte jetzt irgendwo aufladen. Ja, ich habe immer so drei Fragen, deswegen, da kommen wir jetzt erstmal zu und dann gucken wir nochmal weiter. Ich habe immer drei Fragen, die ich immer stelle. Ja, so. Und das ist zum einen, also die erste Frage ist so, was war dein bisher krassestes Erlebnis, also dein schönstes Erlebnis, egal ob emotional oder mit Künstlern oder Partys oder whatever, was dir einfällt, so, was war das geilste Erlebnis, was du bis jetzt in deiner DJ-Karriere hattest? Hast du da irgendwas, was besonders heraussticht? Wow, es ist... Aber das ist ja krass, weil du bist ja überall schon gewesen, also... Es ist ganz schwierig, da jetzt wirklich einen Moment rauszugreifen, der wirklich jetzt über allem steht, weil ich habe jetzt nicht diesen einen Moment, aber ich habe halt wirklich eine Fülle an Momenten. Ja. Und klar, ich habe viele Künstler kennengelernt. Und krasses Erlebnis war Trey Songz. Der war sehr, sehr cool. Ich habe als Opener für ihn gespielt auf seinem Konzert. Ja. Und er kam neben die Bühne und hat sich angehört, was ich aufgelegt habe und hat so ein bisschen angefangen zu viben dazu. Krass. Und meinte dann nach seinem Konzert so, ist er extra hergekommen, meinte so, hey Mann, du hast richtig ein geiles Warm-up für mich gespielt. Es war so richtig, es war genau mein Sound, um in den Vibe für mein Konzert zu kommen und so. Ja, das fand ich halt ein krasses Kompliment. Fand ich echt cool, ja, das fand ich echt cool. Vor allem, weil oft ist es so, wenn du natürlich für große Künstler ein Warm-up spielst auf einem Konzert, dass die ja teilweise sind die noch gar nicht vor Ort oder sie sind halt in ihrem Backstage-Raum und chillen und so und schotten sich ein bisschen ab und so, was auch völlig okay ist, aber bei Trey Songz war es halt nicht so und das fand ich echt cool. Ja. Also es ist mir damals war es ein krasses Ding für mich und das ist mir auch bis heute wirklich gut in Erinnerung. Mega Kompliment geblieben. Einfach, also wenn der dann zu dir kommt, krass, ja, Glückwunsch, beiderseits auch nochmal, also ist ja heftig, ja krass. Nächste Frage, genau das Gegenteil, so, hast du irgendwas, redet man eigentlich ungern drüber, aber gibt es da irgendwie eine richtig schlechte Erfahrung, die du mal hattest, wo andere vielleicht auch daraus lernen können also, oder das vermeiden können oder so? Gibt's? Ich glaube, es ist so, gewisse Sachen
kann man gar nicht vermeiden, weil jeder muss sein Lehrgeld auch irgendwo zahlen. Ja. Und natürlich hatte ich auch, du hast halt Erfahrungen, dass du, keine Ahnung, du legst irgendwo auf und dann auf einmal in der Früh wirst du halt nicht bezahlt, ja? Oder du wirst halt vertröstet mit, ja, machen wir das nächste Woche und so. Und das sind halt so Sachen am Anfang. Du hast ja auch prinzipiell, glaubst ja auch an das Gute im Menschen oder du vertraust auch. Genau. Ja? Und wenn der zu dir sagt, hey Mann, ja, lass uns nächste Woche abrechnen, wir machen das schon, hey, alles cool, aber dann hebt er nicht mehr beim Handy ab und reagiert nicht auf deine Nachrichten auf deine Anrufe. Es sind halt solche Sachen, die passieren halt leider. Ja. Und natürlich, es können immer wieder mal Sachen passieren, es passieren auch mal Fehlbookings, ja, dass du irgendwo hingebucht wirst, wo du auch wirklich dann dastehst und denkst, so, hey, was mache ich hier? Ja, das ist überhaupt nicht der Sound, den ich spiele, und die haben dann eine ganz andere Auffassung gehabt, was du eigentlich machst. Und Fehler passieren, ja. Aber natürlich gehört das irgendwo auch dazu und es macht dich am Ende des Tages wahrscheinlich stärker und formt dich auch mehr und gibt dir dann im Endeffekt auch noch eben diesen letzten Input, dass du halt wirklich so das Komplettpaket bietest. Ja, ist auch einfach Erfahrung, die man machen muss, glaube ich. Genau, so, ne? Also Experience ist allgemein sehr wichtig. Ja. Ich glaube auch, man soll sich immer ein bisschen öffnen, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ja. Ich mache das zum Beispiel auch immer noch sehr gerne, dass ich mir, dank des Internets geht das ja sehr, sehr einfach, dass du dir halt auch mal wirklich von anderen DJs Sets anschaust, ja, die auch mal eine Radiosendung von Hot 97 oder Power 106 oder sowas, also große Sender aus Amerika, anhörst, dass du gerade siehst, okay, was geht dort gerade, Alter, was promotet ein Funkmaster Flex in seiner Sendung oder was läuft gerade so im Breakfast Club oder wie auch immer. Ja. Und, oder was machen DJs gerade in Frankreich, was machen DJs in London, was machen die Leute in Tokio oder sonst irgendwo auf der Welt. Also immer so ein bisschen rausschauen, Experience, das ist wichtig. Ja, mega, auf jeden Fall. Finde ich auch mega wichtig. Also auch zum Beispiel auch manchmal einfach in andere Musikrichtungen, aber einfach mal gucken, so was abgeht, so woanders, weil man irgendwo doch sich sehr auf seine Schiene bezieht immer nur und einfach mal sich mehr öffnen. Ja, da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber, da bin ich auch schon mit einem anderen DJ drauf gekommen. Ja. Krass. Letzte Frage, und die finde ich eigentlich immer am spannendsten. Ich meine, du hast jetzt schon so viel erlebt, du hast schon mega viel Erfahrung und so, aber gibt es noch Pläne oder Wünsche oder Ziele, die du dir gesetzt hast oder was du vielleicht noch erreichen willst in deiner DJ-Karriere, oder lässt du eher alles so auf dich zu flowen? So? Ich würde jetzt sagen, man muss für gewisse Sachen, wenn man die erreichen will, muss man auch dafür arbeiten, eben dass sie einem zufliegen. Das passiert leider selten. Ja. Aber natürlich, glaube ich, musst du immer neue Ziele haben. Und das DJ-Business ist ja eigentlich cool auch, weil es ist ja die Schere nach oben hin offen. Es gibt kein Ende. Ja. es gibt in dem Sinne ja kein Ende, ja? Wenn du dir anschaust, auch wie sich teilweise in der elektronischen DJ-Szene Gagen entwickelt haben, Leute, die für ein 2-Stunden-Set 5, 6, 700.000 Euro bekommen, teilweise noch mehr. Gagen gehen rauf bis zu 1 Million Euro, Exklusivgage für Festivals und so weiter. Da ist wirklich viel passiert, also natürlich ist da nach oben hin die Schere offen und ich glaube, da sollte man nie aufhören, weiterzuarbeiten und versuchen hochzukommen. Und für mich ist schon natürlich jetzt so in den nächsten Jahren ein großes Thema, sicher auch sich ein bisschen mehr auf Produktionen zu fokussieren. Ja. Ja. Und ich habe da ein Projekt, Runtime nennt sich das, mit Mac Moves gemeinsam, wo wir aktuell viele Sachen machen, worauf wir Bock haben. Ja. Und dann einfach mal schauen, wo dann unsere Reise hingeht. Aber das sicher ist ein großes Ding. Dann natürlich auch, viele DJs haben sich in den letzten Jahren auch so in der Veranstalterszene ein bisschen etabliert. Was natürlich auch nicht schlecht ist, ist eine gute Möglichkeit, auch da voranzukommen, auch um Connections zu machen, auch um seine eigene Veranstaltung zu haben, oder vielleicht auch sogar irgendwann mal einen eigenen Club, oder eine eigene Bar oder so. Ja? Naja, weißt du, ich meine, jetzt ist es
aktuell nicht in meinem Fokus, aber so in 10 Jahren okay. Könnte das schon ein Thema sein. Ja. Okay, auch hier in Wien oder weißt du noch gar nicht? Ja, da würde ich mir prinzipiell alle Türen offen lassen, weil alles ich glaube, man muss sich nicht auf einen Platz limitieren, vor allem im Nachtleben oder im DJ-Business. Also wir können ja theoretisch auch heute sagen, ich gehe jetzt nach Südamerika oder nach China und mache auch dort mein Ding. Ja. Also das ist ja auch ein großer Vorteil, den wir in unserem Job haben, dass wir sehr flexibel sind und auch quasi wirklich global einsetzbar. Ja, ist so. Ja, das war's von meiner Seite auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas raushauen willst, einen letzten Satz für Newcomer oder Leute grüßen willst oder so. Ich baue jetzt mittlerweile Österreich auch so ein bisschen auf. Ja, dann hau einfach raus so, ne? Ja, also ich danke erstmal dir für die Einladung hier ein bisschen zu sprechen. Und wenn irgendjemand was mitnehmen kann aus dem, was ich gesagt habe, dann finde ich das cool. Dann hat es auch was gebracht. An alle Newcomer, mein Tipp ist auf jeden Fall immer am Ball bleiben, nicht aufgeben, auch sein eigenes Ding machen, aber halt auch immer straight und professionell arbeiten. Ich glaube, das wird auf lange Sicht immer der beste Weg sein. Ja? Und eben immer schön gerade durchgehen und dann wird es auch klappen. Ja? Nice. Auf jeden Fall. Und ich grüße alle, die mal mit mir gefeiert haben oder vorhaben, in Zukunft mit mir zu feiern. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann auf der nächsten Party und drehen ein bisschen auf. Peace. Nice, ich danke dir. Und wir haben auf jeden Fall uns kennengelernt. Nice, hat mich gefreut. Ja. Und damit schließen wir einfach die Folge. Ja. Yeah. Peace. Peace. Ja, nice.